Willkommen zu einer gemütlichen Runde Paar, ja? Zurück auf meinem chaotischen Wohngrundstück, wo es immer noch aussieht wie Kraut und Rüben, wie man so schön sagt. Und ich habe mich schon lange nicht mehr wirklich eingeloggt, glaube ich. Ich habe jetzt nur noch so ein bisschen die Twitch-Drops geholt, etc. pp. Und teilweise gab es ja auch, wenn man sich inzwischen zwischen einem bestimmten Zeitraum eingeloggt hat, Belohnung, die werde ich mir ganz kurz abholen. Hier haben wir zwei Beutelchen. Zwei Potato Put Price Bags. Ah, das sind die, okay, wenn man sich zum bestimmten Zeitraum immer eingeloggt hat. Dann haben wir die Glücksmünzen. Dann haben wir dann nochmal Potato Put Price Bag. Nochmal drei Glücksmünzen. Pfeile lasse ich erstmal drin. Dann haben wir noch einen neuen Plüschi. Was haben wir hier? Haben wir die eine Musikanlage, war das, glaube ich. Wir freuen uns, neue Ergänzung im Premium Shop anzukündigen. Sieh dir das ausgelassene Galdo-Welpenhaus dir an. Verwandle dich mit dem hübschen Beschützer-Outfit und den passenden Werkzeug-Skins oder bringe deine engelhafte oder dämonische Seite mit dem ätherischen Wahrsager-Outfit zum Vorschein. Fühlst du dich ein bisschen geselliger? Bring deine Freunde mit den neuesten Game-Night-Outfits zu einem Spieleabend zusammen. Besuche jetzt den Premium Shop, denn es gibt noch mehr zu entdecken. In der Zwischenzeit genieße dieses Geschenk bei uns. So, da haben wir ein paar Sachen aufzustellen. Ich habe nicht auch gesehen, ich habe mal ein bisschen aufgeräumt. Ich war ganz verwundert. Hier hinten ist irgendwas. Haben wir das hingesetzt? Das letzte Mal. Ich glaube, ich wollte was bauen, oder? Gucken wir mal. Pavillon. Wollten wir da hinsetzen? Wir scheinen die ganzen Ressourcen zu haben. Perfekt, das dauert dann 20 Minuten. Habe ich das letzte Mal vergessen? Bin ich mir unsicher. Ich habe hier noch ein bisschen diese kleinen knuffigen Puffs, habe ich mir da hingesetzt. Plüschi werden wir, denke ich mal, zu den anderen Plüschichen setzen. So, da wo es gerade so ein bisschen chaotisch hinpasst. Die Musikanlage, weiß ich gar nicht, spielt die Musik? Sollten wir einfach mal testen vielleicht. Ich setze die einfach mal hier dahin. Gucken wir mal. Morgen in Bahari spielen. Okay, können wir gerne anlassen. Wir haben jetzt 6 Glücksmünzen und ich habe mal ein bisschen geguckt. Also ich habe jetzt ein paar Sachen eingepackt wegen Geschenken, damit wir da ein bisschen, Frosch im Hals, ein bisschen auch ruftechnisch vorankommen. Ich werde jetzt erstmal aus dem Grundstück rauswuseln und einfach mal gucken, ob da Questmarkierungen sind. Denn ich habe für Nayu auf jeden Fall was eingepackt. Wir haben bei Subira eine Quest oben drinne gehabt und für Chain, glaube ich. Schauen wir einfach mal. Es hat sich so einiges verändert. Bautechnisch bei mir definitiv nichts. Ich habe jetzt mit den neuen Bauelementen, die es jetzt schon seit mehreren gefühlten Monaten eigentlich gibt, noch nicht wirklich was gemacht. Mir fehlen auch viele Rezepte, glaube ich. Weil auch Goldmünzen technisch dürfte das, ja, es geht langsam wieder. Sieht zwar nicht so doll aus. So, passt mal auf. Ich habe jetzt folgende Quests oben drin. Die will ich auf jeden Fall machen. Keine Gewinner. Nayu hat es vermasselt, sowohl Kenyatta als auch seine Mama zu helfen und hat am Ende niemanden geholfen. Er bittet um Hilfe beim Sammeln von Blumen für einen Entschuldigungsstrauß. Sollte man 10 Dorngänseblümchen besorgen und 10 Kristallseelotus, bekommen dann einen Apfelbaumsamen, ein bisschen Relationship. Und Ansehen dürfte ja sowieso bei uns momentan nicht das Problem sein. Was ich halt noch habe, ist unterirdische Angelegenheiten. Subria hatte ich beauftragt, den Grimalkin-Untergrundmarkt zu infiltrieren von innen. Finde den Standort des Marktes und gewinne das Vertrauen der Beteiligten, um ihn zu infiltrieren. Vielleicht weiß Kilimas ansässiger Grimalkin etwas. Weiß ich halt nicht, ob wir jetzt rein können, weil ich glaube, es ist gerade morgen geworden. Wir hatten jetzt, findet den Ort des Untergrundmarkts und spricht mit dem Marktbetreiber über einen Job auf dem Markt. Denke ich mal, dass man da erst abends normalerweise runtergehen kann. Aber wir können ja sowieso mal zur Seki gehen. Und dann gucken wir mal, wie es da aussieht. Finde die uralte Tafel im Phönixschrein. Da bekommen wir dann Chain-Schlüssel. 4 Darinelken, ein bisschen Relationship. Gucken wir mal auf die Karte, ob da irgendwas markiert ist. Quest schleimig, ist das die? Nee. Ach, guck mal, die Quests sind jetzt sogar markiert mit den dazugehörigen Namen. Hier könnte man die Quest schleimig machen. Was haben wir hier? Unterirdische Angelegenheiten. Okay, was haben wir denn noch für Quest schleimig, wenn wir einmal hier sind? Hier. Häschen will den Ball nicht annehmen, weil er zu schmutzig ist. Schau mal, ob Chain etwas hat, um ihn zu reinigen. Wenn ich jetzt sowieso zu Chain gehen sollte... Ich habe für Chain, glaube ich, nichts eingepackt. Hätte ich dann irgendwas Möhrchen?
Krautencremesuppe, Hitzelwurzeln. Gehen wir nochmal kurz zurück. Hitzelwurzeln habe ich noch ein paar. Also materialtechnisch. So langsam fehlt die ein oder anderen Sachen. Ich war schon lange nicht mehr auf einem kleinen Loot-Run. Und auf jeden Fall müssen wir zu Gina gehen. Denn ich möchte irgendwann mal die Pralinschachtel doch verschenken. Hitzewurzel. So, okay. Okay. Also wuseln wir zu Nayu. Finde ich gut, dass sie die Questmarkierung da so rangesetzt haben. Ist für mich sehr übersichtlicher. Auf jeden Fall. Vorhin habe ich mal gekocht, das heißt vorhin, gerade eben dachte ich mir, koch mir noch ein bisschen was. Ich habe so das Gefühl, gerne mal reinschreiben. Haben die das Kochen ein bisschen komplizierter gemacht? Weil ich hatte teilweise irgendwie, ich weiß nicht, ich musste Lauch oder irgendwas schneiden und es musste ganz fein geschnitten werden. Und ich habe das dann, glaube ich, ein oder zweimal habe ich es nicht geschafft. Und was ich auch komisch fand, ich hatte dann alle Ressourcen drinne oder Materialien drinne. Und sollte dann noch irgendwie umrühren oder irgendwas. Und dann hat es einfach abgebrochen. Also es ist kein Zeittimer gelaufen. Ich habe extra geguckt, ob ich irgendwie schwenken muss oder irgendwas. Ich habe alle Ressourcen reingetan. Und ich hätte eigentlich nur noch irgendwie umrühren müssen. Und dann war das Rezept auf einmal, wie sagt man, nicht verdorben, so misslungen oder irgendwie. Das kann man dann noch 5 Goldsmünzen irgendwie verkaufen. Aber das waren schon einiges an Sternchenmaterialien, die dann einfach mal so flöten gegangen sind. Was ist das? Geht mein Gleitschirm wieder? Ja, perfekt. War das schon immer hier? Kann mich hinsetzen. Sieht schick aus. Kann man hier ein Foto? Warte mal, wie war ein Fotomodus? Gespeicherte Outfits. So. Ne, das war mit K, glaube ich, ne? Und dann Train. Ja, toll. Hast du super gemacht. Warte mal. Nochmal. Schwenken. Ich bin auch mit drauf. So, und dann Foto machen. Okay. Muss dann bloß dran denken, dass ich das abspeichere. Hallo. Ist komisch, nach so langer Zeit hier mal wieder vorbeizuschauen. Aber auch schön mit der Musik und allem drum und dran. Kann ich hier hochklettern? Nö. Warum nicht? Ich hatte auch zum Anfang gedacht, dass sie irgendwie ein bisschen die Laufanimation verändert haben. Bei meinem Outfit, aber ich glaube dann doch nicht so. Und ich wollte irgendwie düngen und ich habe gemerkt, ich habe kein Häufchen mehr. Und ich hatte auch noch ganz wenig Häufchen. Und so hingehüpft. Kleine Hüpfi. Ich bin weg. Na gut. Hätten wir eigentlich auch für fällt vor allem ihren Namen nicht ein. Die Layla und... Meine Güte. Schon so weit gekommen. Die Layla und... Relationship... Batru, meine Güte, hätten wir gleich was mitnehmen können. Das Beziehung, der Beziehungsbildschirm verfolgt den Fortschritt deiner Freundschaften und Romanzen. Vielen Dank für den Hinweis. Baue Freundschaften auf, um zusätzliche Quests und Belohnungen zu erhalten. Du kannst Freundschaften ausbauen, indem du täglich Geschenke machst, mit den NPCs sprichst oder Quests für sie erledigst. Vergiss nicht, den Überblick über deine täglichen Geschenke zu behalten. Das Schenken ist ein Teil des paläanischen Lebens. Bei mir total chaotisch. Hast du Lust auf eine Romanze? Sobald du die Freundschaftsstufe 3 erreicht hast, kannst du ihnen einen Herztropflilie oder einen Pralinschachtel geben, um sie um ein Date zu bitten. Haben wir denn bei... Schon bei Gina war das Problem, glaube ich, immer, ich habe das tägliche Geschenk gemacht und konnte dadurch die Pralinschachtel, glaube ich, nicht mehr geben, ne? Gina.
Ja, ich glaube, da war irgendwas dämmert mir da. Da ist er ja. Tierchen fangen. Hallo. Krauli, Krauli. So. Harte Arbeit an sich ist schon eine Belohnung, dich so etwas zu sehen, aber genauso vielen Dank. Für dich war, glaube ich, die Hitzewurzel, ne, hat mir jetzt gesagt. Kurz in die Liste reingucken. Wo ist Naju? Naju. Ne, Kilimawels. Mal was tägliches Gespräch. Sag ihm nicht, dass ich dir das erzählt habe, aber ich mache mir große Sorgen mit Auni. Wir standen uns mal nah, aber seit ich meinen Weg als Bauer eingeschlagen habe, hat er sich von mir abgewandt. Behalt den Kleinen im Auge, ja? So. Dann könnten wir erstmal, wir machen erstmal die Quest. Du hast alles, puh, das erspart mir jede Menge Zeit. Während du weg warst, habe ich einige ihrer liebsten Nachspeisen für sie gezaubert. Mama sagt immer, dass man mit einem vollen Magen nicht böse sein kann. Ich erzähle dir dann später, wie es gelaufen ist, ja? Danke, Mev, ich verspreche dir, das ist das letzte Mal, dass du meine Haut retten musst. So, Kilimawels. Oh, hey, das ist fantastisch. Danke, Mev. Dann markiere ich das mal ganz kurz, dass wir das geschenkt haben. Zack. Was hat mir jetzt gesagt? Dann ist jetzt Mission entweder das Batu, entweder zu Ashura. Machen wir erstmal Ashura, denn da will ich ja, dass der mein Chef wird. Und das ist immer so der erste To-Do-Listen-Punkt sein sollte. Was Glänziges. So. Oh. Dein Rucksack, angenommen Glücksfederkiel, elegante. Du hast einen neuen Gegenstand erhalten. Bei verschiedenen Aktivitäten Paya wirst du mit Beute belohnt, die in deinen Rucksack wandert. Öffne den Inventarsbildschirm, um mehr Details über deine Beute zu erfahren, indem du I drückst. Machen wir mal. Das ist dein Inventar, in dem du alles sehen kannst, was du beim Sammeln herstellen, Quests lösen oder mehr erhalten hast. Wenn du mehr Platz brauchst, kannst du im Zekis Laden im Dorfzentrum Rucksackverbesserung kaufen. Hier kannst du dein... Kann ich das rüberziehen? Nee. Dein... Oh, das kann ich ja gar nicht lesen. Navigiere. Ansehen. Paya-Münzen. Nächstes werf mit einem Blick Questbeutel und sehen uns Batterie, an denen du gerade hast. Klicke auf Ausrufezeichen. Ah, jetzt guck mal. Questbeutel. Im Questbeutel hast du unbegrenzten Lagerplatz und alle einzigartigen Questgegenstände landen automatisch hier, wenn du sie erhältst. Und hier haben wir was bekommen. Eleganter Federkiel. Ein eleganter Federkiel aus hochwertigen Materialien. Etwas so Schickes gehört sicherlich nicht in Jabba's Nest, in dem du es gefunden hast. Noch was? Anscheinend erstmal nicht. Vielen Dank. So. Bisschen Erziges mitnehmen. Lange nicht mehr so ein Häufchen gefunden. Wenn man mal danach gesucht hat, dann ist irgendwie nie was geworden. Upsi. Ach ja. Guten Morgen, guten Morgen. Wo? Wahrscheinlich im Gasthaus, ne? Oder oben. Ein bisschen ein Zimmerchen Liegestütze oder so machen. Da ist er ja. Wenn du irgendwas brauchst, musst du nur danach fragen. Was? Wie könnte ich das Gasthaus deiner Meinung nach verbessern? Besseres Essen, größeres Zimmer, es ist perfekt, gib mir was umsonst. Ich sage, es ist perfekt. Meine Frau hätte sich über das Lob gefreut. Ich ändere hier nicht viel. Ich mag es, alles so zu lassen, wie es zurückgelassen hat, wie sie es zurückgelassen hat. Das gibt mir das Gefühl, dass sie immer noch hier ist und etwas bewirkt. Du kriegst heute ein Streifenströmerchen von mir. In Sternchenqualität. Was für ein köstlich aussehender Fang. Mein Magen knurrt schon den ganzen Tag. Es schadet wohl nicht, wenn ich mir eine kleine Pause und einen Snack gönne. Oder was denkst du? So, okay. Dann haben wir das. Gibt's irgendwas im Laden?
was Neues, was ich noch nicht so... Man könnte vielleicht mal auf Rezepte gehen, das wäre wahrscheinlich noch einfacher. Nee, kann ich ihn jetzt fragen, ob er in Chat sein möchte? Koste jeden Tag voll aus, mein Freund. Nee, geht noch nicht. Okay, dann markieren wir erstmal, dass wir geschenkt haben. Und dann geht es als nächstes zu Gina und Hekla. Hekla möchte gerne einen Beluga-Stör und Gina dran denken, Pralinschachtel. Don't forget to visit. Wahrscheinlich muss derjenige, muss er Stufe 4 sein? Boah, nee, er ist ja Stufe 4. Herr Schuch hat gezeigt, dass er dir vertraut und angefangen hat, mit dir Geschichten zu teilen, die er mit jedem anvertraut. Aber warum kann ich ihn nicht fragen? Habe ich jetzt vielleicht, weil ich Geschenke und alles verteilt habe, dann keine Möglichkeit? Okay, müssen wir das nächste Mal probieren, ob das klappt. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, ich konnte eigentlich nur das tägliche Gespräch machen. Weil er wird ja jetzt nicht so als Chap irgendwie rausgefallen sein, oder? Das wäre schade. So, gehen wir mal da hoch. Wieso sind die Questmarkierungen jetzt von Schleimig nicht da? Ich pack die mal rein. Ich bin hierher gekommen, da war die Questmarkierung da. Jetzt sind sie alle weg. Okay, soll das so sein? Oh, Köpfchen kratzt. So. Oder ist das vielleicht, weil er gerade nicht da oben... Nee, das kann ja nicht sein, oder? Weil er vielleicht da langlaufen muss, dass er denn genau da oben sein muss, dass man ihn fragen kann. Warte mal, wo ist ein Chain gerade? Ich sehe ihn gar nicht. Da ist er. Oder war das einfach nur sein Avatar-Bildchen, was ich gesehen hatte? Das kann natürlich auch sein. Was? BO, D6, D5? Gehen wir mal gucken, oder? Wenn ich hochkomme. Nee, komme ich nicht hoch. D6, D5. Da ist er wieder. Nee, ich frage jetzt nicht. Das wird da nicht ein Floated Tree sein, oder? B.O. Oder ist ein Kürzel für irgendwas anderes? Das kann natürlich auch sein. Jetzt habe ich mich schon wieder schön vom Weg abbringen lassen. Lauf nicht weg. Nehmen wir mal die Quest... diese. Ich bin ja auch falsch. Aber ich wüsste jetzt spontan nicht, für was BO steht. Das kann sein, dass es das Häufchen vielleicht ist, oder? Ist das der oder diejenige, die da geschrieben hat? Nee. Okay. So, wo wollten wir jetzt hin? Ist die Markierung raus? Wusste ich auch nicht. Ist wieder neu, dass wenn man sich einen Wegpunkt setzt, dass die Zielmarkierungen dann auch rausgeht. Ist ja auch irgendwo logisch. Ich meine, das hast ja ewig viele Markierungen. Aber warum sehe ich sie oben drinnen nicht? Gerade eben waren sie noch hier oben. Sind sie jetzt vielleicht reingegangen? In die Ruine, kann das sein?
Mensch, was für ein Chaos. Hier werde ich wahrscheinlich nicht reinkommen, oder? Nee. Also das wäre jetzt meine einzige Vermutung, dass wir da gerade reingegangen sind. Falls ich hier reinkomme. Rede mit Heckler, rede mit Gina. Komm, wir betreten... Nee, kann... Okay, dann können wir jetzt mit Heckler reden. Heckler wollte... Was hatte ich gesagt? Ein Beluga-Stör. Hallo Mensch, ich hatte schon geahnt, dass du mich besuchen würdest. Falls du dich fragst, was ich mit der Kartoffel gemacht habe, die du mir gebracht hast, frag bitte nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Die Angelegenheit ist privat. Ja, alles gut, alles gut. Du machst das schon. So, du kriegst von mir ein... Was hatte ich gesagt? Beluga-Stör. Daraus werde ich einen wunderbaren Leckerbissen für meinen Gina zaubern. Vielen Dank. So. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Rede mit Gina, F und Pfeil nach oben. Hä? Du brauchst einen Schlüssel von Gina, um einzutreten. Ruinen betreten? Aber das ist doch Pfeil nach oben, oder habe ich jetzt... Ah, nee, okay. Über STRG die Taste und dann F. Genau. Hey, schön, dich zu sehen. Manchmal ist es seltsam, dass Heckler es als ihr ein was Einssein betrachtet, sich um mich zu kümmern. Sie wurde geschaffen, um sich um menschliche Kinder zu kümmern. Sie hat mich gesehen und da sind wohl irgendwelche Schaltkreise durcheinander geraten. Hm. So, ich probiere es aus. Da haben wir die Pralinschachtel. Eine Schachtel mit Pralinen, die man für gewöhnlich jemanden schenkt, an dem man romantisches Interesse hat. Oh mein Drache, das für mich? Wirklich? So, jetzt haben wir 4 Auswahlmöglichkeiten. Wirklich? Kein Witz. Natürlich ist es... Natürlich ist es das. Ups, mein Fehler. Eigentlich wollte ich das deinen bösen Zwilling geben. Wow. Wir sagen wirklich. Kein Witz? Naja, es ist nicht so, dass ich dir nicht glaube, aber... Kritisch guck. Ich dachte, nur ich hätte Schmetterlinge im Bauch gehabt. Dir ist es also genauso gegangen. Oha, okay. Also, dann nehme ich sie natürlich an. Ich hoffe nur, dass du es dir nicht anders überlegst und sie wiederhaben willst. Schüchtern guck. Punkt, Punkt. Willst du mein Chef sein? Flirte mit Gina. Flirten wir mal mit dir. Ja. Ich wollte dich nur sehen. Wenn du ein Dreieck wärst, dann wärst du eines der hübschesten Schenkeln. Ich sage, ich wollte dich nur sehen. Oh, tja, hier bin ich. Das war peinlich, oder? Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn mich jemand in seiner Nähe haben will. Gab das jetzt denn Herzchenpunkte? Müssen wir gleich mal gucken. Wie das da irgendwie, ob das angezeigt wird, wie das angezeigt wird. Ah ja. Gibt's denn da auch mehrere Stufen? Jetzt haben wir jetzt Stufe 1, hat das jetzt angefangen. Zuneigungsstufe 1 verfügbar. Hier hat man ja verschiedene Belohnungen, die man sozusagen kriegt für die Freundschaftsstufen. Und hier gibt es dann noch erreiche eine höhere Beziehungsstufe mit dieser Dorfbewohnerin, um die Quest freizuschalten. Okay, da gibt es 3 verschiedene Quests, alles klar. Dann haben wir das, dann haben wir jetzt mit Heckler, das Geschenk haben wir Heckler gegeben und Gina. Dann würden wir jetzt auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall, ich würde mal versuchen, die Quest schleimig anzugehen. Wenn ich den guten Chain noch finde. Und er bekam von uns, glaube ich, Hitzewurzeln, hatte ich gesagt. Ne? Chain. Das Gute ist auch, dass ich 6 Glücksmünzen drin habe und wir haben irgendwie gefühlt... Ja, Hitzewurzeln kriegt er. Noch nichts in diese Richtung gemacht. Vielleicht kriege ich da auch irgendwas raus, was ich noch nicht hatte. Oder allgemein habe. Könnte man eigentlich auch so am besten mit abpassen, wenn es dann mal wirklich, wenn man dann eine Aufnahme macht und es ist dann vielleicht abends, dass man dann einmal die Quest macht, sich dann sozusagen da ein bisschen gut stellt mit den Ladenbesitzer. Wäre jetzt so der Gedankengang, einfach mal sehen. Da wird geangelt. Upsi. Ah ja. Hey, das hat vielleicht wehgetan. Tut mir leid.
bin ich mal gespannt. Ich meine, das ist ja jetzt gefühlt Wochen, Monate her, wo ich ja den Entschluss gefasst hatte, dass ich statt Kenyatta die Pralinschachtel ihr zu geben, dann gesagt habe, ich schenke die Gina. Und was dann einen so erwartet, wie das dann da weitergeht. Und mal angeln, habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Um ein bisschen wieder reinzukommen. Ja, ob denn da irgendwie Schriftverkehr stattfindet, wie dann die Konversationen sind. Weil noch die zusätzlichen Quests, was man kriegt. Man hat ja so ein bisschen Ansatz gesehen, was es dann vielleicht als Belohnung geben könnte. Okay. So. Damit ich wieder ein bisschen in diesen Angelflow komme. Bin ich hier richtig? Ja. Der Drache ist über... Entschuldigung. Der Drache ist überall um dich herum. Wenn du ihn nicht siehst, öffne deine Augen. Das tägliche Gespräch. Der Drache lehrt uns, Inspiration in sein Lieblingselement zu suchen. Dem Wasser überall um uns herum. So, ihn könnte ich jetzt komischerweise fragen, willst du mein Chap sein? Und ich bin mal in Beziehungsstufe 3, so, oder Freundschaftsstufe 3. Bei Ashura sind wir 4. Also entweder wirklich geht's jetzt nicht dadurch, dass ich jetzt die Weakling alles gemacht habe, was ziemlich komisch wäre. Oder es gibt ein Problem dort momentan. Oder sie haben Ashura rausgenommen. Das wäre natürlich traurig. Ich werde mal noch warten, beziehungsweise ihr könnt ja mal reinschreiben, falls ihr Ashura vor kurzem gewählt habt oder ob es noch da ist oder ob ihr auch das Problem habt. Würde mich mal interessieren, weil gelesen habe ich jetzt nichts irgendwie dergleichen. Kann aber auch sein, dass es ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Wir machen erstmal das Weekly-Geschenk, die Hitzewurzel. Ich danke dir sehr für deine Großzügigkeit. So, du hast etwas, um diesen Ball sauber zu machen. Ah, dieser Ball kommt mir bekannt vor. Ich glaube, den habe ich Tau gegeben, als er noch ein Welpe war. Oh, niedlich. Ich werde nie vergessen, wie sehr er sich darüber gefreut hat. Er jagte so wild damit herum, dass er in einen Schapperbauch rollte. Als der abenteuerlustige und mutige Charakter, der er ist, stürzte er sich direkt hinterher. Eine Familie wütender Chabas kam heraus. Du kannst dir vorstellen, was dann geschah. Hat er sich in die Chabas erlegt? Sind die Chabas weggelaufen? Es kam zu einem Ballkrieg. Das ist ja schön und gut, aber kannst du Taus Ball sauber machen oder nicht? Ich frage mal, ob die Chabas weggelaufen sind. Nein, die Chabas waren ziemlich aggressiv. Sie waren geradezu rasend, sie griffen Tau direkt an. Hässchen hat den Chaos ein schnelles Ende bereitet. Mögen die Chabas friedlich jenseits des Schleiers ruhen. Traurig, guck. Och, das ist aber keine schöne Geschichte. Eigentlich, die hat irgendwie lustig angefangen. Tut mir schon ein bisschen leid um die Chabas. Armen kleinen flauschigen Freunde. Aber wie dem auch sei, wir haben eine wichtige Aufgabe vor uns, wenn ich dir den Ball für einen Moment abnehmen dürfte. Und fertig, jetzt ist er wieder sauber. Tau liebt alles, was glänzt, daher wird ihn der saubere Ball begeistern. Bitte grüß ihn und Häschen von mir. Mögen deine Reisen erfolgreich und sicher sein, Phönixkind. Dann wird sich die Quest jetzt wahrscheinlich aktualisiert haben. Gucken wir mal einmal oben. Hier, schleimisch. Chain säuberte Taus Ball. Warum gibst du ihn nicht dem bravsten Jungen zurück? Kriegen wir ein bisschen Relationship und Ansehen. Wo sagt eigentlich die Zeit? Wir sind... Wollen wir vielleicht noch zu Seki gehen? Die habe ich auch schon... Nee, warte mal. Seki möchte, dass du versuchst herauszufinden, wie das geheimnisvolle Experiment aktiviert. Sieh dich mal um, finde einen Weg, um das mysteriöse Experiment zu aktivieren. Frage Seki nach dem Ei, das du gefunden hast. Nee. Ein warmes Silberschwingei, das darauf wartet, zurück ins Nest gebracht zu werden. Nee, das ist es nicht. Strömstein? Ein bisschen angeknabbert, der Ball. Ein viel verspielter Spielzeugball mit sichtbaren Federhund, großen Beispielen, glitzert wie Sterne im direkten Sonnenlicht. Aber was haben wir denn für ein Ei damals gefunden? Also mir dämmert da irgendwas, ja. Sekis Flyer, die Quest habe ich auch schon Ewigkeiten drin. Ich habe keine Ahnung, wie man die macht. Schema. Seltsame Holzbox. Eine kleine hölzerne Schachtel mit alten menschlichen Runen darauf eingraviert. Uraltes Weinfass. Symboltafel. Miniaturluftschiff. Goldenes Ei. Entweder ein wirklich wertvolles Ei oder ein wirklich altes. Das stimmt, das hat man mal ein Häufchen gefunden, kann das sein? Komm, dann machen wir das mal eben noch.
dann haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, dann doch die Glücksmünzen eventuell noch abzugeben. Und für Seki hatte ich, lass mich mal ganz kurz gucken, damit wir dann da auch einen Haken dran machen können. Für Seki gibt's eine Koralle. Ich würde auch gerne so irgendwie so ein bisschen, so gibt es einen Gold-Jackpot oder so gewinnen, das wäre natürlich auch lustig. Für 10.000, okay, nee. Das haben wir ja auf Maximale sozusagen gebracht. Okay, Glückskiste. Jetzt bin ich mal gespannt, drück mir die Daumen. Fünfmal Ei. Fünfmal Maiskörner. Fünfmal Weizensamen. Fünfmal wilder Knoblauch. Ein Tal Sonnenaufgang Messerset und nochmal Maiskörner. Ja gut, kann ich eigentlich gut gebrauchen. Kaufen wir gleich nochmal ein paar Sachen. Ich würde einfach mal ein bisschen Öl und Butter mitnehmen. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, aber hier regnet es gerade richtig schön. Das erfreut mein Herz. Da freue ich mich schon drauf. Auf die Regenluft und die kühlere Jahreszeit. So, Seki. Siehst du nicht, dass ich hier etwas beschäftigt bin? Frag mir erstmal. Also mal im Seki-Gespräch. Siehst du die Layla da drüben? Sie kommt fast jeden Tag hierher, um Sachen für das Abendessen zu holen. Ich meinte zu ihr, sie solle das mal Bart rüberlassen. Dann hat sie mir unmissverständlich klar gemacht, dass ich besser meine haarige kleine Schnauze halten soll. Scheinbar kauft sie total gerne Lebensmittel ein und will sich von Bartu diesen Spaß nicht nehmen lassen. So. Wir haben, erkennst du diesen Federkiel? Das kann ich machen. Die haben wir ja ein Häufchen gefunden. Nö, sieht aber schick aus. Ich kann nur an eine Person hier in der Gegend denken, die so etwas besitzen würde. Du hast das erraten, die Magistratin. Okay. Guck mal, wir können hier über den Untergrundmarkt fragen. Über diesen Untergrundmarkt von dir, Punkt, Punkt. Was ist damit, Kumpel? Willst du meine Waren kaufen? Ich habe ein paar blitzsaubere neue Sendungen, die dir gefallen könnten. Stell dir ein. Einstellen? Vielleicht Kaffeeschräglik? Warum fragst du? Bist du knapp bei Kasse und brauchst ein kleines Nebengeschäft, um über die Runden zu kommen? Oh, so ein bisschen neben Goldmünzen farmen würde ich schon ganz gerne. Da draußen frisst jeder jeden. Ja, komm doch mal, da draußen frisst jeder jeden. Erzähl mir davon. Du hast Glück, Kumpel, ich brauche gerade eine helfende Hand. Das ist natürlich eine Auftragsarbeit. Du bist nur mit Rechenschaft, was? Du bist mir nur Rechenschaft schuldig. Was? Das ist natürlich eine Auftragsarbeit. Du bist mir Rechenschaft schuldig. Auch kein Papierkram involviert. Guter Deal, wenn du mich fragst. Wenn du für mich arbeiten willst, musst du dich zuerst beweisen. Betrachte es als eine kleine Mutprobe. Es gibt dieses magische Gebräu, an dem Tamala arbeitet. Etwas, das die Sinne der Leute schärft. Lässt sie übermenschliche sehen, hören, all das Zeug eben. Ich kenne jemanden, der für einen Verstärker wie diesen einen Premiumpreis zahlen würde. Besorg mir einen dieser Tränke. Warte mal. Nochmal zurück. Stimme ein, ja. Vielleicht. Müssen wir nochmal nach vorne. Der ist einfach weggelaufen. Kleiner Racker. Mutprobe, genau, es gibt magisches Gebräu. Premiumpreis. Besorg mir einen dieser Tränke und du bist eingestellt. Oh, und das versteht dich von selbst, aber dieses Gebräu ist hochgradig illegal. Sorge besser dafür, dass die Magistratin dich nicht erwischt. So, hat sich die Quest jetzt dann sozusagen aktualisiert? Gucken wir mal. Seki hat dich gebeten, dich zu beweisen, indem du ein hochillegales magisches Gebräu von Tamala holst. Versuche dabei, nicht von Ash erwischt zu werden. Sprich mit Tamala. Okay, dann haben wir tatsächlich kleine Questfortschritte gemacht. Wir können ja mal noch kurz uns zurückporten. Wir haben ja noch Post gekriegt, um einfach mal zu gucken, was gerade angekommen ist. Dann würde ich sagen, machen wir dann hier einen Cut. Haben wir gut etwas über eine halbe Stunde heute eine gemütliche Aufnahme gemacht. Und ich muss halt mal gucken, wann ich mich irgendwann mal wieder mein Wohngrundstück widme. Allgemein, komplettes Chaos. Ich war vorhin ja, wie gesagt, ich habe ja ganz kurz gekocht, habe den Herd gesucht und dachte mir nur so, puh,
Ja, habe ich jede Menge Arbeit vor mir. Und was irgendwie über den Ganzen immer so schwebt, ich glaube, ich habe schon das ein oder andere Mal gesagt, ist, dass ich mit den Tempeln noch nicht ansatzweise irgendwie vorangekommen bin. Also ich habe noch nicht mal den ersten Tempel gemacht, obwohl ich ja da schon gefühlt seit Jahren drinne bin. Jetzt übertrieben, aber ja, ich bin da einfach noch nicht wirklich vorangekommen. So, wir haben 3 neue Mitteilungen bekommen. Einmal eine Glücksmünze. Dann haben wir von Ashura einen Brief. Sei grüßt, Mev. Schau im Gasse vorbei, wenn du Gelegenheit hast. Ich habe von meinem Sohn gehört. Okay. Kriegt man die als Quest noch ein? Ich hoffe, Nayu. Sei grüßt, Mev. Danke nochmal für deine Hilfe. Du hast dich für mich wirklich ins Zeug gelegt. Ich weiß nicht, ob mir ein anderer Mensch auch so beigestanden hätte. Wenn du in meiner Nähe bist, fühle ich mich immer so entspannt. Und das ist sehr schön. Kenyatta und Mama sind offenbar nicht mehr sauer auf mich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Wann immer du mich brauchst, komm zu mir, okay? Ich habe eine Ersatzschlüssel in den Umschlag gelegt. Und eine Nascherei noch dazu. Vielen Dank. 337 Fokuspunkte. Ein Blaubeerkuchen. Ein Kuchen mit einer süß-pikanten Blaubeerfüllung. Ideal für ein Sommerpicknick. Und wir haben die Schlüssel gekriegt. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir dann da reinschauen. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, von Ashura gibt es irgendwie eine Quest. Hauptquest. Sterngucker. Nee. Vielleicht erzählt er uns. Aber wir gehen ja sowieso nochmal dran zu ihm vorbei. Jetzt kann ich ja nicht rausgucken. Nee, okay, dann hat sie das erstmal erledigt. Ist das Gebäude eigentlich fertig, Pavillon? Ja, perfekt. Hat ja von Aufnahmezeit perfekt gepasst. Okay. Müssen wir mal gucken, was wir dann daraus Schönes kreieren werden. Gut, dann würde ich sagen, soll's das für die heutige Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich natürlich auf euer Feedback, Kommentare. Wie gesagt, schreibt mir ganz gerne mal rein. Mich verwundert es halt ein bisschen mit Ashura. Aber ist halt auch die Sache, was mir ein bisschen daran erinnert. Mit Gina hat mir auch die Sache, wenn mir das Weekly Geschenk gemacht hatte, konnte ich ihr auch nicht mehr das Geschenk mit der Praline uns geben und so weiter und so fort. Vielleicht spielt das dann das eine mit dem anderen da einher. Und das gibt da irgendwie die Probleme. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ganz gerne wissen mit einem Daumen nach oben, für einen Kommentar, ein Feedback. Freue ich mich immer riesig drüber. Und wenn es nicht gemacht hat, gerne ein Abo dafür. Ist keine Folge im Kanal. Ich wünsche einen schönen Tag. Morgen Abend, wenn ihr das Video schaut, sag bis zum nächsten Mal. Haut da rein.